So, guten Morgen zusammen. Es geht um SMA, die Aufgaben. Wir zeichnen das ja parallel auf. Ich möchte mich für die Verspätung ein bisschen entschuldigen. Also als allererstes die Bitte bei SMA. Ich hoffe, Sie haben jetzt alle was abgegeben. Hat irgendjemand Probleme gehabt bei der Abgabe, dass das irgendwie ein bisschen flüssig geklappt hat oder dass irgendwie die Vouchers nicht funktioniert haben oder so? Gut, das ist sehr schön. Als zweites mit der Anmeldung für die Prüfung, da habe ich die Rückmeldung von der Frau Hammelmann gekriegt, dass wir im Prüfungsamt die Listen so erstellen müssen, dass der Studiengang dabei ist. Da ich das jetzt bei Ihnen nicht richtig zuordnen kann, ich hatte ja darum gebeten, das haben aber nicht alle gemacht, jetzt wird es eine Selbsteinschreibung geben. Das heißt, es wird jetzt eine 2-Wochen-Frist geben vom Prüfungsamt, wo Sie sich dann selber bei Prüfungsamt für SMA anmelden müssen. Aber da schicke ich Ihnen nochmal einen Hinweis dann über Moodle. Ja? Das gleiche Zertifikat, und das zweimal gemacht? Also dieser Open-SAP-Kurs, der hat nur eine Woche. Und wenn Sie die Teilnahmebescheinigung ausdrücken, an die kommen Sie dran, auch wenn Sie den Kurs nicht, also wenn Sie keinen Code eingegeben haben und das Zertifikat, das Sie später auch bei externen Bewerbungen oder so verwenden können, das gibt es nur mit dem Code. Das ist der Unterschied. Aber jetzt hier für die Lehrveranstaltung ist es egal. Okay? Also ich akzeptiere auch so, das hat beim einen oder anderen technisch auch nicht funktioniert, da habe ich so eine Fortschritts, also genau wie bei den anderen Kursen, so ein Fortschrittsfoto war für mich auch in Ordnung. Das gucke ich mir jetzt diese Woche an. Wenn bei dem einen oder anderen Kollegen das irgendwie nicht ausreichen sollte, dann melde ich mich auch nochmal bei denjenigen direkt, wenn da noch was zu tun wäre. Sie haben inzwischen auch die Gruppen gewählt, sehr schön. Gucken wir mal rein, wie es jetzt aktuell aussieht bei den Gruppen. Wenn wir hier in die Nutzer und in die Gruppen gehen, da sehen wir, dass alle Gruppen gut besetzt sind. Also es gibt eine Gruppe mit 2 Personen, die 21, alle anderen haben 3. Das heißt, alle haben sich gefunden. Wunderbar, das ist sehr schön. Nächster Punkt wäre, welches Thema hat oder welchen Arbeitsbereich, besser gesagt, gibt ja keine thematische Unterscheidung, sondern eine Gruppenunterscheidung. Das war hier unten, Wahl der Arbeitsbereiche. Da sehen Sie, dass noch nicht alle gewählt haben. Manche haben auch 2-mal gewählt, obwohl das nicht geht. Also Sie sollten ja sozusagen jeder nur eine Fakultät wählen. Okay, wunderbar. Sehr gut. Also sind soweit schon mal alle versorgt, ja? Das heißt, das werde ich jetzt online eintragen, werde das dann den anderen Gruppen mitteilen, dass sie sich bei mir direkt einfach für einen melden sollen per E-Mail. Das machen wir, ist glaube ich jetzt am elegantesten, am schnellsten. Gruppe 6 fehlt noch. Da fehlen noch ein paar Gruppen, weil das sind genauso viele Felder wie Gruppen. Also muss voll werden. Das heißt, es fehlen einfach noch einige. Einer von denen ist da. 6 fehlt, die 7 fehlt, die 9, ne, die 6 fehlt, die 10 ist auch da, die 11, 12, die 12, die 6, die 12, also Sie sehen, es fehlen nochmal. Gut, wie gehen wir jetzt vor? Also, es geht ja um Folgendes. Sie sollen jetzt Informationssicherheitsmanagement grob gelernt, worum es geht, und auch Datenschutzanforderungen haben Sie ein bisschen geguckt, was wir so machen müssen. Und wir haben ja hier in der Hochschule eine besondere Situation. Oder besonders, wir versuchen sozusagen das elegant zu lösen, indem wir keine 2 Managementsysteme aufbauen. Eins für die Datenschutzgrundverordnung und ein Managementsystem für das Informationssicherheitsmanagementsystem, was wir als Teil des Landes Baden-Württemberg nach einer Verwaltungsvorschrift für die Informationssicherheit umsetzen müssen. Wir versuchen das zusammen. Also wir machen ein Managementsystem, das heißt, es gibt eine Führung, ein Leitbild, das gibt es auch schon, das ist auch schon vom Rektorat beschlossen, das ist auch vom Personalrat auch schon, dem ist auch schon zugestimmt worden, das wird jetzt demnächst veröffentlicht, dann gilt das. Das heißt, wir haben die Leitlinie, das Leitbild oder die Policy, wie das in den Dokumenten heißt, die haben wir schon. Wir haben auch schon einzelne Prozesse in den Bereichen, wir haben auch schon so eine Art Grundsicherheitskonzept für die Dienstleistungen aus dem Rechenzentrum gibt es auch schon. Gibt auch schon Papiere und so. Was wir nicht haben, ist entsprechende Dokumentation der Verfahren, der Verarbeitungstätigkeiten oder der Prozesse, je nachdem, welche Sprache man wählt, in den verschiedenen Bereichen. Und zwar insbesondere in den Fakultäten. Wir haben ein bisschen was in der Verwaltung, aber da auch nicht strukturell erfasst.
Und deswegen fangen wir mal mit zwei gut bekannten Bereichen in der Verwaltung an. Das ist einmal der Personalbereich. Moment, ich mach's nicht wieder an. Einmal der Personalbereich und einmal die Studierendenverwaltung. Da kennen wir die Prozesse relativ gut, also als Hochschule haben wir auch schon beschrieben mit Prozessbeschreibung. Da gibt es relativ viel Material an sich zu den Verfahren. Wir haben die, es gibt hierzu auch schon zu beiden Verfahren gibt es auch schon VVTs, also Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeit, also Beschreibungen aus Datenschutzsicht. Was es noch nicht gibt, ist eine Risikobewertung. Also wenn Sie sich daran erinnern, sowohl im Datenschutzgrundverordnung als auch im Informationssicherheitsmanagement muss man Risiken erfassen und bewerten. Also sagen, da gibt es das Risiko, die Daten können abfließen oder können gehackt werden oder sonst was. Und Sie müssen sagen, A, wie schlimm das ist und B, wie wahrscheinlich es ist, dass es auftritt. Wie schlimm das ist, hängt an dem Schutzbedarf der Daten. Und wie wahrscheinlich es ist, dass es auftritt, hängt daran, wie gut die Sicherheitsmaßnahmen sind, die schon in place sind. So, das wird die Aufgabe sein, genau das zu bewerten. Ich zeige Ihnen gleich die E-Mail, wie ich die Dekane angeschrieben habe, die dann Ansprechpartner entsprechend nehmen. Das hier läuft über die Frau Schulz. Das, inzwischen sind wir gut, also für diejenigen, die schon Projekte mit mir und Frau Schulz gemacht haben, das lief nicht immer gut, aber inzwischen läuft das, glaube ich, ganz ordentlich. Da bin ich auch persönlich dabei bei den Gesprächen. Und hier, also am Anfang zumindest, und hier in den Fakultäten habe ich die Dekane angeschrieben. Und die haben eigentlich gar nichts. Es gibt verschiedene Kollegen, die haben für ihre eigene Forschung, also wenn sie Forschungsprojekte haben, zum Beispiel in der Verfahrenstechnik, gibt es ja relativ viele Kollegen, die viel Forschung machen, auch für viel Geld. Und die erstellen tatsächlich für ihre Projekte Verarbeitungsdokumentation, wo auch Risiken, wo auch nicht die Risiken erfasst werden. Das ist genau der Punkt, wo sie eben dann beschreiben, was sie tun, ob da personenbezogene Daten drin sind und so weiter und so fort. Aber es gibt keine Risikoanalyse. Das heißt, der erste Schritt, den Sie machen müssen, ist, Schritt 1 in Ihrer Gruppenarbeit ist, Sie müssen in die Fakultät gehen oder in den entsprechenden Bereich und erstmal sondieren, welche Prozesse gibt es und wie sind die dokumentiert. Schritt 2, also ich schreibe das mal parallel mit. So, das ist das Erste. Ich werde Ihnen auch nachher zwei verschiedene Excels mitgeben, mit denen Sie das erfassen können. Einmal ein sehr einfaches Excel, wo einfach nur die Verarbeitungstätigkeiten bzw. die Geschäftsprozesse erfasst werden und wo Sie Spalten sowohl für die Risiken aus Datenschutzsicht als auch für die, also aus Sicht des Betroffenen, als auch die Risiken für die Informationssicherheit, also aus Sicht der Hochschule, dann erfasst werden können. Ja? Da werde ich Ihnen entsprechend Werkzeuge geben, wo Sie das auch dann verwenden können. Ich werde Ihnen auch bis zum Ende der Woche werde ich Ihnen auch einen strukturierten Fragebogen zur Verfügung stellen. Also einen Fragebogen, so eine Art Interviewleitfaden, mit dem Sie diese Sachen besprechen können mit Ihren Ansprechpartnern. Das ist das sozusagen, das ist das Werkzeug, was Sie von mir bekommen, worauf Sie dann aufsetzen müssen in der Gruppe und das dann entsprechend besprechen. Das Zweite, wenn Sie das erfasst haben und Sie haben diese Information, das Zweite, da geht es darum, die Risiken zu erfassen. Und da, auch da werde ich Ihnen dann Material zur Verfügung stellen, wo ich glaube, wie die Hochschule das bewerten kann. Das ist auch das Material, das die Kollegen in den Fakultäten schon bekommen haben vor einem halben Jahr, aber sie haben es nicht alle angeguckt. Ja, also so wie bei Ihnen auch, gibt es auch unter den Kollegen Leute, die gucken sich die Sachen halt an und andere nicht. Und zwar einmal für Datenschutz die Risiken erfassen und einmal für Informationssicherheit. So, das haben Sie erfasst. Dann als Drittes müssen Sie die Maßnahmen erfassen. Englischen Measures oder Controls, die Risiken senken. Ja, also entweder eben als technische und organisatorische Maßnahmen in der Datenschutzsprache, beziehungsweise in der Sprache Measures, Controls, Maßnahmen in Deutsch für Informationssicherheit. Die sind aber natürlich nicht mehr getrennt, sondern das sind jetzt ein gleicher Satz von Maßnahmen, diese dann auch entsprechend dokumentieren. Da will ich Ihnen dann auch Templates zur Verfügung stellen. Der Punkt ist hier, es geht hier bei den Verfahren nur um die Sachen, die nicht schon vom Rechenzentrum kommen. Also wenn jetzt, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wenn Sie jetzt bei der Studierendenverwaltung, wenn Sie in eine Fakultät gehen und es geht irgendwie um die Notenvergabe, ja, und dann sagen die, ja, Noten tragen wir in POS ein. POS ist ein zentrales System, das kommt von der Studierendenverwaltung, dann müssen die hier lokal nichts machen.
Klar, das ist ein Verfahren, was zentral bereitgestellt wird. Wenn die aber für die Bewertung, was viele Kollegen bei uns ja auch machen, für die Bewertung bis zur Eingabe in POS Excel auf ihren Computern verwenden, dann ist das eine lokale Verarbeitungstätigkeit. Dann muss das erfasst und bewertet werden. Ja? Und dann ist die Frage, womit schützen die denn jetzt diese Noten auf den Laptops der Kollegen? Ja, Authentifizierung, gibt es ein Standard-Image, wird dafür gesorgt, dass es immer gepatcht ist. Ja? Wahrscheinlich finden sie dort relativ wenig, aber die Idee ist, das aufzunehmen und das auch festzustellen. Und sie bekommen dann pro Bereich, das heißt, was bei der Dokumentation geht es nicht, ich schreibe es mal explizit hin, weil nicht, dass es nachher untergeht. Nicht die zentralen Dienste dokumentieren. Ja? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen wir jetzt, wenn wir an Fakultäten zu Fakultäten gehen und mehr oder weniger rausfinden, was auch ganz, ganz klein kann, vielleicht für kleine Datenschutz- oder Informationssicherheitsrisiken bestehen. Beispielsweise, jemand tippt alles nur auf seinen lokalen Computer und tut es erst am Ende vom Semester zentral melden. Da auch mehr oder weniger schon fast auf die Finger von denen schauen, auf die kleinen Risiken rauszufinden. Naja, es sind ja keine kleinen. Also es geht schon darum, die großen Risiken rauszufinden. Die kleinen wollen wir ignorieren, aber es kann sein, dass die großen Risiken in solchen kleinen Verarbeitungsschritten liegen. Das ist genau der Punkt. Genau, das wollen wir erfassen. Aber nicht, dass Sie jetzt anfangen, dass Sie pro Kollege ein eigenes Verfahren etablieren. Dass Sie sagen, ah, der Herr Schmied macht das so und der Herr Leuchter macht das so und der Herr Paulus macht das so. Das ist dann ein Verfahren, eine Verarbeitungstätigkeit, lokale Erfassung von Noten zum Beispiel. Und dann müssen Sie dort dann bei den, das wird dann, das ist, dann müssen Sie irgendwie beschreiben, es wird beliebig stattfinden, unter Verwendung von lokalen Rechnern oder so. Wenn jetzt jemand, was es ja auch gibt, soll Kollegen bei uns geben, vielleicht kennen Sie denjenigen auch, der erfasst Studienleistungen in einem externen Tool, also nicht bei der Hochschule, auf dem eigenen Webserver. Aufnehmen, erfassen, dokumentieren, ist es gesichert und so weiter. Ja? Das ist Schritt 4, danke für den Hinweis. Schritt 4 ist dann, wenn Sie das hier gemacht haben, also schau mal gegen, Gegenmaßnahmen vorschlagen ist Schritt 4. Das ist das, was Sie inhaltlich machen müssen, also was sozusagen unabhängig vom Tool jetzt, unabhängig von ISIS 12 und IDO, das ist das, was am Schluss erwartet wird, dass am Schluss sollen Sie sozusagen in Ihrem Team, also in diesem Sechser-Team, sind ja zwei Gruppen, haben Sie inhaltlich das erarbeitet für Ihren betroffenen Bereich, für den Bereich, für den Sie zuständig sind und haben die Risiken erfasst, die Maßnahmen erfasst, die Maßnahmen dokumentiert und Gegenmaßnahmen vorgeschlagen. Also wenn Sie da sagen, das sind ein paar hohe Risiken, die können wir so nicht stehen lassen, wir würden empfehlen, Sie führen das und das ein. Ja. Genau, vorhandene Maßnahmen. So, das ist A, also Arbeitsteil A. Arbeitsteil B ist, das Ganze soll jetzt in einem Tool erfasst werden. Also was wir nicht wollen, ist das Ganze am Schluss in 20 Excels oder 22 Excels und Word-Dokumenten, sondern es soll strukturiert in diesen Tools erfasst werden. Diese beiden Tools sind dafür gebaut, dass sie das ermöglichen sollen. Und zwar in dem einen Fall, falls Sie schon mal ein bisschen geguckt haben, ISIS 12 ist eine vom Bayerischen Informationssicherheitsbüro oder Institut, das ist eine Landesbehörde und die haben eben speziell für Mittelständler eine Variante des BSI-Grundschutzes entwickelt oder eine Hinleitung, eine Hinführung, den BSI-Grundschutz umsetzen zu können mit sehr einfachen Maßnahmen, sehr stark abgestrippt auf die Notwendigkeit, die man braucht, also das absolute notwendige Minimum. ISIS 12 ist also ein Vorgehensmodell, wie Sie Interviews führen können, als auch eine Software. Die Software habe ich inzwischen, wir dürfen die kostenlos nutzen.
Wir können die bei uns in der Fakultät auch für die Laufzeit des Projektes bei uns installieren. Ich brauche einen Freiwilligen, der mit mir zusammen das administriert. Hände hoch. Ich gucke mal ganz unfreiwillig auf jemand Bestimmtes. Dankeschön. Setzen wir uns da die Woche zusammen und gucken, wie wir es installieren bekommen. Das heißt, ISIS 12, da werden wir entsprechend User anlegen für die entsprechenden Gruppen, für die Personen, die dann entsprechend, die dann auch entsprechend dort zu berechtigen. iDoIt ist ein bisschen anders gelagert. Das ist kein reines ISMS-Tool. Also bei ISIS 12 ist auch eine Datenschutzkomponente mit drin, das heißt, Sie können immer beides erfassen. Bei iDoIt ist eigentlich die Provenienz der Software, das ist eine CMDB, also eine Configuration Management Database, was eigentlich dafür da ist, den IT-Betrieb zu managen. Also ein IT haben mit Servern und Kabeln und was weiß ich, alles, was man an Infrastruktur so braucht, das wird in der CMDB erfasst. Und iDoIt wird von allen Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Hochschulföderation Südwest angehören, eingesetzt. Es gibt auch eine Lizenz, die teilen sich die. Und die Hochschule Mannheim ist sozusagen der Betreiber von iDoIt für die ganzen Hochschulen in Baden-Württemberg. Also wir betreiben die für alle anderen auch. Da sind andere Mandanten drauf. Wenn Sie aus UIB kommen, dann kennen Sie das mit dem Mandantenkonzept. Und für iDoIt gibt es Zusatzmodule. Da gibt es drei Zusatzmodule, die in Frage kommen. Es gibt ein Grundschutzmodul, es gibt ein 27001-Modul und es gibt ein Grundschutzneumodul, weil der BSI hat ja jetzt 200-2 aufgelegt, also vereinfacht ihr eigenes Grundschutzmodul. Und da werde ich diese Woche mit der Frau Schulz zusammen rausfinden, welches Modul wir Ihnen zur Verfügung stellen. Also in welchen sie es eintickern sollen. Das heißt, die Software steht ab nächste Woche irgendwann zur Verfügung. Dort, das läuft beim Rechenzentrum. Ich habe auch die Option, dass wir es lokal installieren. Ich denke aber, es ist besser, wenn wir es hier auf den Mandanten von der Hochschule machen. Da sind die Daten gleich schon hier erfasst. Aber da melde ich mich auch nochmal bis Ende der Woche mit entsprechenden konkreten Informationen, wie es da weitergeht. Für Sie wichtig ist Folgendes. Das ist sozusagen was Sie inhaltlich machen müssen. Und daneben müssen Sie, ich sage das jetzt mal strukturell, alle Informationen in Ihrem Tool erfassen. Das heißt, am Schluss müssen alles das, was Sie hier hinten erfasst haben an Informationen, muss in dem Tool mit drin sein. Auch die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen drin sein, aber eben noch im Status vorgeschlagen oder noch zu implementieren. Ja. Und als zweites, also sozusagen B1 und B2 wäre dann Beurteilung, Bewertung, Vergleich der Tools. Das heißt, da, was wir sozusagen neben den inhaltlichen Ergebnissen für die Hochschule haben möchten, hätten wir gerne, dass Sie die Tools miteinander vergleichen. Auch da müssen Sie mit den Gruppen wieder ein bisschen zusammenarbeiten. Ich werde Ihnen da Kriterien zur Verfügung stellen, vielleicht auch so eine Art Bewertungsleitfaden. Ich schaue mal, wie weit ich da komme, wo Sie dann sozusagen für Ihren Bereich sagen, also für B, waren die und die und die Kriterien, also haben wir mit den und den Kriterien mit ISIS 12 besser arbeiten können aus folgendem Grund. Bla bla bla. Und das wird, also die zwei Sachen werden benotet. Also benotet, Benotungsgrundlage. Das hier. Und inhaltlich sozusagen das hier zusammen. Also nicht nur die Gegenmaßnahmen, sondern
alles, was hier inerziehbar war. Ja? Müssen wir uns dann austauschen oder werden Sie dann auch sagen, bitte? Die Gruppen, mit denen wir uns austauschen? Stehen nebeneinander. Okay. Was Sie von mir kriegen, ich schreibe das nochmal zusammen. So, das bekommen Sie von mir. Sie bekommen also einen Fragebogen für die Interviewführung. Sie bekommen natürlich die Ansprechpartner, klar. Also die Ansprechpartner für die Bereiche, da habe ich eben schon angefangen, die entsprechend anzuschreiben. Sie bekommen Vorlagen für die Erfassung der Risiken, in denen Sie dann die Ergebnisse dieser Interviews eintippen können. Sie bekommen auch eine Audit, und die Kriterien für die Risiken, das ist genau, habe ich auch gesagt, Kriterien für die Risikostufen. Also was hoch und mittel heißt, ja, wir sollen das ja einheitlich machen in der Hochschule. Wenn es eine Organisation ist, muss das ja ein Niveau haben, sonst sind die Risiken nicht vergleichbar. Das sollten Sie jetzt nach den Schulungen ja kennen. Die Maßnahmenerfassung können Sie anhand dieser Audit-Excels machen. Wie funktioniert so ein Audit-Excel typischerweise? Sie haben ja jetzt gesehen, dass es diese Standard-Controls gibt im Anhang A der ISO 27001. Ja, also Kapitel 12 bis 19 oder 11 bis 19. Im Anhang, da stehen ja Vorschläge drin, was man alles tun muss zu Zugang, Zutritt, sichere Kommunikation und so weiter, sichere Softwareentwicklung bis runter Compliance, ja, alles sozusagen, da stehen ja Maßnahmen hinten dran, die man umsetzen muss. Und diese stehen im Audit schon drin, in so einem Excel, das heißt, da steht ein Risiko, und da können Sie da hinten ankreuzen, gibt's nicht. Ja? Ja? Zwei Fragen. Die erste Frage ist, Sie geben diesen Fragebogen vor. Sie haben gerade gesagt, dieses 12, die geben einen auch einen Fragebogen. Ja. Dürfen wir nicht finden, sollten wir nicht verwenden, das ist für deine Zwecke. Ja. Also der Fragebogen hier, den können Sie verwenden, Sie müssen sie nicht verwenden. Wir können gleich den von ISIS nehmen. Oder beide. Genau. Sie können auch das anwandeln und anpassen. Also Sie werden ja sehen, die Gesprächspartner werden unterschiedlich viel Zeit haben. Manchmal sind es Professoren, manchmal sind es Mitarbeiter, haben auch unterschiedliche Antwortniveaus. Wie so oft in einer solchen Tätigkeit, die Tools und die Inhalte sind gar nicht das Problem, sondern es ist die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und die Informationen aus den Leuten rauskriegen. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Also sollten wir sozusagen das für bare Münzen, was da steht. Wir gehen erstmal in diesem Semester erstmal davon aus, dass das, was Sie sagen, stimmt. Also dass die Selbstauskunft vollständig ist. Natürlich können Sie innerhalb der Fragen versuchen, dort ein bisschen zu hinterfragen. Also wenn Sie dann sozusagen, wenn Sie einen Abstand zu den Risiken haben, können Sie ja selber nochmal korrelieren und gucken, ob da irgendwie das irgendwie widersprüchlich ist. Dann können Sie natürlich an den Stellen durchaus schon mal einhaken und sagen, aber Sie haben doch gesagt, Sie verarbeiten doch die Noten aber auf den lokalen PCs. Jetzt sagen Sie, dass Sie dieses Risiko nicht erfasst haben. Ist das nicht trotzdem ein Risiko für Sie? So kann man ja trotzdem dann versuchen, suggestiv den Leuten. Also es soll schon so sein, dass Sie ihnen auch helfen. Also nicht nur jetzt sozusagen aufnehmen und dann Echi-Pechi, du hast es nicht gesagt, das wollen wir nicht, sondern schon so, dass am Schluss möglichst gute Qualität und möglichst realistisch drinsteht. Das heißt, Sie versuchen auch den Leuten ein bisschen aufs Pferd zu helfen. Denken Sie daran, Sie sind in diesen Gesprächen die Experten. Auch wenn da Professoren sind, mit denen Sie sprechen, Sie werden nicht mit jemandem reden, der weiß, was ein ISMS ist. Sie werden noch nicht wissen, was eine Maßnahme ist. Sie werden wahrscheinlich auch gar nicht. Also, Sie haben ein Gefühl für das, was ein Risiko ist, aber Sie können ein Risiko definieren, die können das nicht. Ja, Sie sind da sozusagen, die anderen sind organisatorisch natürlich besser gesettelt, aber Sie sind fachlich da diejenigen, die Rede und Antwort stehen können müssen. Die müssen auch sattelfest sein, wenn da Nachfragen kommen. Ja? Soll man dann selbstständig anschreiben? Nee, das bekommen Sie von mir. Also, ansprechen bitte nicht selbstständig. Ich habe, genau das wollte ich Ihnen zeigen, stimmt. Yeah.
kann ich das lesen? Nein. Hier. Also ein paar haben schon geantwortet. Das ist die E-Mail. In diesem Semester werden Studierende des Moduls Security Management Sie dabei unterstützen, die erforderliche Dokumentation zu Datenschutz und Informationssicherheit für Tätigkeiten in Ihrer Fakultät zu erstellen. Gleichzeitig verbinden wir diese Maßnahme damit, zwei verschiedene Software-Tools für die Verwaltung des Management-Systems für Datenschutz und Informationssicherheit zu evaluieren. Bitte nennen Sie uns einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, mit der die Studierenden auf der Basis von strukturierten Fragebögen die Prozesse Verarbeitungstätigkeiten erfassen, Risiken erfassen und bewerten, vorhandene Maßnahmen ermitteln und gegebenenfalls zusätzlich erforderliche Maßnahmen identifizieren. Als Ergebnis erhalten Sie, also die Fakultät, der Bereich, die Dokumentation in einem hochschulweiten, gleichartigen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Format in einer Softwarelösung. Ja, das ist also sozusagen das, Ihr Ziel ist, die sind am Schluss glücklich. Die Sachen sind möglichst realitätsnah und möglichst helfend, auch unterstützend in dieser Lösung drin. Und für mich, also für mich und Frau Schulz, die wir mit der Hochschulföderation Südwest auswählen müssen, ob wir jetzt für die ganze Hochschullandschaft eben das hier empfehlen oder das hier empfehlen, ist wichtig, dass am Schluss auch eine Empfehlung rauskommt, welches von den beiden Dingen ist besser. Und deswegen sollen Sie ruhig, also Sie müssen sich untereinander nicht abstimmen, Sie müssen nur sozusagen die gleichen Kriterien verwenden, die kriegen Sie ja von mir. Und dann kann schon sein, dass drei sagen, I do it war besser und fünf sagen, ISIS 12 war besser, dann haben wir ein Meinungsbild. Ja, das passt. Schon in Ordnung. Okay. Also viel organisatorisch. Tools angucken. Lesen Sie sich diese Woche schon mal in diese Tools ein. Ich schicke Ihnen heute wahrscheinlich noch schon das Ganze, oder ich stelle die ganzen Unterlagen in Moodle. Die Hilfestellungen hier für die inhaltliche Vorgehensweise. Wir klären das mit der Software diese Woche, dass Sie ab nächster Woche auch die Software zur Verfügung haben. Das heißt, Sie könnten sich versuchen aufzuteilen, das ist aber nur eine Empfehlung, dass Sie in Ihrer Gruppe schon ein bisschen gucken, wer macht denn die Interviews. Sie wollen auch zu sechs nicht hingehen, das wäre irgendwie doof, wenn Sie zu sechs aufschlagen. Vielleicht gehen die Gruppen zusammen hin, dass Sie sozusagen nicht einzeln aufschlagen. Das wäre schon besser, wenn Sie sozusagen also nur sozusagen diese Erfassung einmal machen. Und gucken dann zwei Leute aus, also einen aus der Gruppe und einen aus der Gruppe, die zusammengehen. Ja, das reicht. Dann kann sich jemand anders aus der Gruppe schon mal mit der Software beschäftigen und dann müssen sie später miteinander gucken, wie sie das von dem einen ins andere Format überführen. Dort werden inhaltliche Fragestellungen kommen. Diskutieren Sie diese. Diskutieren Sie diese auch mit Ihren Peers. Diskutieren Sie sehr gerne auch unter Verwendung von Moodle. Nutzen Sie dann das Forum. Weil dann sehen die anderen Gruppen auch, was sie diskutieren. Ja, das ist schon sinnvoll, in dem Moment ein elektronisches Diskussionsformat zu verwenden, um solche Sachen auch nachvollziehen und später auch nochmal nachgucken zu können. Also macht es auch Sinn, sich mit der anderen Gruppe immer wieder auszutauschen. Korrekt, Sie sollten Ihre andere Gruppe gut kennen. Okay, ja. Also Sie können es auch so verstehen, es ist eigentlich eine Sechsergruppe, die sich in Ihnen beigeteilt ist. Das wäre dann auch mal eine andere Frage, wie würde man dann am Ende, wenn man sich nicht die ganze Tauschtasche hat, meint es besser? Dann hätte ich aber auch. Sie müssen mit den anderen reden, genau. Wir müssen das mit den anderen abstimmen. Ja, Herr Patic. Guter Punkt. Also. Uns gibt es meine Scheine. Es gibt keine Meilensteine, keine verpflichtenden. Sie sollten sich natürlich selber Meilensteine definieren. Sie kennen das mit dem Projektmanagement. Was ich Ihnen empfehlen würde, ist, dass Sie versuchen, die inhaltliche Erfassung allerspätestens vor Weihnachten fertig zu haben. Eher so zwei Wochen, drei Wochen vorher, damit Sie doch noch Abstimmungen realisieren können. Und Sie müssen das noch in das Tool hacken. Auch das kann zu Schwierigkeiten führen, dass Sie einfach nachvollziehen, wie was reinkommt. Sie brauchen dann, was ich nicht erwähnt habe, hier bei iDoIt auf jeden Fall auch die Systeme, die dort eingesetzt werden, IT-Systeme. Das ist was, was in der Grundschutzmethodik eben drin ist. Bei iDoIt starten Sie ja über die Systeme, das heißt, Sie müssen auch an der Systeme hängen. Das ist nicht so einfach, wie die Methodik, sozusagen, wie Sie es gelernt haben, einfach vorgeht. Brauchen Sie ein bisschen Zeit dafür. Deswegen würde ich vorschlagen, Fragebögen, also inhaltliche Erfassung, das heißt, vielleicht treffen Sie sich auch zwei oder dreimal dann mit den Kollegen. Also erstmal Interview, dann nochmal validieren, dann nochmal Ergebnis präsentieren. Wäre eigentlich ein guter Rhythmus, das werde ich Ihnen auch dann nochmal per Moodle empfehlen. Aber dass Sie drei Termine machen,
jetzt vielleicht in der nächsten oder übernächsten Woche den ersten Termin, dann 2 Wochen noch ein und 2 Wochen später nochmal ein, dann sind sie Anfang Dezember. Das wäre so ein guter Zeitplan. Abgabe, Hecken ins Tool wäre, fände ich gut, wenn sie es bis Weihnachten fertig haben. Abgabe der Vergleichsanalyse reicht mir irgendwie nach der Prüfungszeit. Also je nachdem, wie bei Ihnen. Wo sind bei Ihnen aktuell mehr Abgaben vor Weihnachten? Viel vor, gell? Ja. Ja, dann und hat jemand in der Prüfungszeit noch Prüfungen? Ja. Nicht so viele. Da würde ich so Mitte Januar sagen. Mitte, also Ende erste Prüfungswoche oder sowas oder Ende der zweiten Prüfungswoche, irgendwie so, machen wir dann die finale Abgabe. Ja? Gut. Ich schreibe auch die Daten nochmal schnell hin. Dokumentieren Sie auch Ihre Vorgehensweise. Ich überlege mir, wenn es anfängt, ein bisschen zu holpern. Ich kriege ja mit, ich gucke immer in Moodle, was so passiert und wer sich was abruft und anschaut und so. Und ich kriege ja auch hin und wieder Rückmeldung. Wenn ich merke, es schleppt sich ein bisschen hin, dann werde ich anfangen, Wochenberichte einzufordern. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Das ist ja nur Zusatzarbeit. Wenn Sie selber gut arbeiten, brauchen Sie die nicht erstellen. Aber wenn ich merke, es ist eine notwendige Maßnahme, würde ich die einfordern. Also dokumentieren Sie schon mal das, was Sie sowieso haben. Eventuell Wochenberichte und eventuell auch, je nachdem, wie es läuft, auch so Projektdoku. Ja. Und ein Lerntagebuch, aber das machen wir am Schluss. Da brauchen Sie nicht viel schreiben. Nur für Ihre eigene Referenz. Das machen wir dann nochmal. Okay? Gibt es Fragen? Es gibt nochmal, können ja die vermitteln, die heute nicht konnten, es gibt nochmal eine Kurzfassung dieses Meetings am Freitagmorgen um 8, weil die Themenleute können ja Montag bis Mittwoch nicht. Das heißt, dann mache ich es sowieso nochmal, wenn jetzt jemand nicht konnte und will sich nochmal informieren oder hat nochmal Fragen, Freitagmorgen um 8 gibt es nochmal eine Lösung, ein Meeting dazu, wo ich das Gleiche nochmal erkläre. Und da kann man natürlich auch Nachfragen stellen. Ja? Kurz, Herr Kunz, wie ist das hier? Florian? Aber kurz mit T. Gut. Okay, nutzen Sie die Zeit, sich zu vernetzen. Es gibt ja ein paar Gruppen, die da sind. Wer ist Gruppe 2? Gruppe 2 Hand hoch. Gruppe 2 Hand hoch. Gruppe 2. Und die 14? Auch Hand hoch. Kennen Sie sich? Gucken Sie sich mal. Okay. Dann Gruppe 20. Und Gruppe 1, okay, ihr kennt euch, Gruppe 11, Gruppe 21, okay, wieder vorne, Gruppe 16, Gruppe 8, ist alleine, Gruppe 7 und Gruppe 5. Okay, Gruppe 9, Gruppe 13, das wird spannend. Gruppe 18 und Gruppe 4, okay, und der Rest, den muss ich noch sehen. Alles klar, vielen Dank, bis dahin, gute Schaffen, ich stelle Ihnen die ganze Sache dann in den Moodle und bis bald. Moment.